König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer zugegebenermaßen etwas verspäteten Endjahresfolge des König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela und bei mir ist wie immer der wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und der großartige Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Einen Gast oder eine Gästin haben wir zu dieser Folge diesmal leider nicht, aber wir haben eventuell nachher noch ein kleines Leckerli für euch. Ansonsten kennt ihr ja die Übung, wenn wir Endjahresfolgen machen. Wir reden einfach darüber, ziehen noch ein bisschen Bilanz, wie das letzte Jahr so gelaufen ist. Und da frage ich euch gleich, was habt ihr denn für ein Gefühl, wie war denn das letzte Jahr so? Vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir gedacht haben. Aber ich habe auch schon wieder vergessen, wie lange wir das geschätzt haben. Ja, das habe ich auch nicht mehr geguckt. Und so beim Durchgucken, was wir dieses Jahr alles gemacht haben, ja, wir wollten da doch, glaube ich, ein ganzes Stück mehr. Aber da kam halt das Leben dazwischen. Ja. Aber seid ihr denn grundsätzlich zufrieden mit dem letzten Jahr? Oder also von der Menge mal abgesehen? Grundsätzlich schon, auch wenn die Geschichten durchmischter waren als vorher so rein gefühlsmäßig. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Wir hatten ein paar sehr schöne Sachen. Wir hatten ein paar sehr gute Folgen. Das muss ja nicht unbedingt gute Bücher heißen. Ja. Und wir hatten aber auch echt ein paar Nieten. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, hüpfen wir gleich rein. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben nicht so viel produziert, wie wir produzieren wollten. Und mit dieser Folge kommen wir auf 15 Folgen tatsächlich nur. Naja, das ist immer noch mehr als eine pro Monat. Das stimmt, ja. Aber da waren auch, also ich habe auch Sonderfolgen mitgezählt. Zum Beispiel die Sonderfolge, als wir angekündigt haben, dass wir erstmal eine Frühlingspause machen, weil uns gerade alles über den Kopf wächst. Ach, die zählt. Genau. Habt ihr eine Schätzung, wie viele Bücher wir diesmal hatten? Es war weniger, weil wir, glaube ich, ziemlich viel Kurzgeschichte noch hatten mit Sunset und mit Zwischen Nacht und Dunkel. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe mir auch deine Statistik extra nicht genau angeguckt, damit ich raten könnte. Jonas? Also, vielleicht 8. Nah dran, aber es waren tatsächlich nur 6 Stück. Also wir hatten 6 Bücher, wir hatten 3 Sonderfolgen. Das war einmal die Folge zu The Stand, es war einmal die Folge zu Akte X und es war die Folge, wo wir quasi die Sendepause ankündigen. Und halt eventuell jetzt diese Folge, die wir jetzt gerade haben. Aber es waren tatsächlich nur 6 Bücher und ich würde sagen, da würde ich auch gleich reinhaken. Denn wir haben das ja eigentlich mit einer Kurzgeschichte schon begonnen, mit einer Kurzgeschichtensammlung. Da hatten wir aber zumindest das veröffentlicht, die erste Folge schon im Dezember im 2022. Und das war Sunset. Dann haben wir eigentlich das ganze Frühjahr mit Sunset zugebracht. Genau, und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch die Zeit, in der sich bei uns alles so ziemlich gezogen hat. Das heißt, wir haben schon einiges im Dezember 22 aufgenommen. Die ersten Geschichten und die letzten, glaube ich, sogar erst Ende März 23. Genau, also, genau. Ja, genau, ja. Da hat sich einiges in die Länge gezogen. Ich meine, bei Kurzgeschichten geht das ja zum Glück. Aufgenommen, ich sehe es gerade. Die letzte Sunset-Folge haben wir veröffentlicht im April 23. Also sogar noch später. Achso, genau, ich sehe es auch jetzt hier. Am 23. April haben wir sie aufgenommen. Sogar erst, ja. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich erstmal in Sunset rein, oder? Ja, also ich würde jetzt die komplette Sammlung nehmen, genau. Auch wenn die erste Folge noch in 22 fällt. Was habt ihr denn noch so für Erinnerungen? Wenn ich jetzt spontan fragen würde, Jonas, kennst du noch irgendeine Geschichte davon? Nur weil ich gerade die Liste aufhabe, auf der die Titel stehen, aber ich weiß bei circa der Hälfte der Geschichte nicht mehr, worum es ging.
Also, die erste Folge war ja Stumm, Ayana und in der Klemme. Ich kann mich an nichts davon erinnern. Das ist schön, das geht mir genauso. Ich könnte zu keiner Folge sagen, worum es geht. An die nächste Folge kann ich mich erinnern. Das war der Rastplatz, der Hometrainer und Hinterlassenschaften und Abschlusstag. Und ich weiß, an den Hometrainer kann ich mich erinnern und an Abschlusstag kann ich mich erinnern. Na, an Rastplatz kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall auch. Genau. Wobei, ich glaube, nochmal zur Folge vorher, in der Klemme, war das nicht die Folge mit diesem Dixie-Klo? Das kann sein, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und ich glaube, Ayana war das mit dem Toten, mit dem Mädel, das den Typen heilt, ne? Genau. Und wo der Typ dann später andere heilt und so. Aber an Stumm habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich auch nicht. Und Hinterlassenschaften. Das war das mit den Scheißaussprüchen. Ach, stimmt. Ja. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Die war auch wirklich nicht schlecht. Ich erinnere mich, wir fanden die, glaube ich, inhaltlich relativ blöd, aber die hatte eine schöne Stimmung. Ja. Genau, Abschlusstag waren nur so diese 3, 4, 5 Seiten. Genau, mit der Atombombe. Atom. Genau. Ja, das zu dunkel kommt es mir wieder, ja. Dann als nächstes hätten wir Sunset 3. Das war N, die Höllenkatze und die New York Times zum Vorzugspreis. An die Folge kann ich mich sehr gut erinnern, weil da war der Spotto bei uns. Weil ja, es ging ja um die Höllenkatze. Genau. Ja, die Höllenkatze weiß ich noch, weil die halt eine ganz alte Geschichte ist aus, ich glaube, Creepshow. Genau. Und hier zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und ich glaube, N, so ein bisschen Lovecraft-mäßig, die war ziemlich gut. Die New York Times zum Vorzugspreis, da habe ich jetzt auch so gut wie keine Erinnerung mehr dran. Ich glaube, das war auch wieder so ein Drehbuch-Dings-Blödsinn. Nee, war was anderes. Ich weiß, es ging um einen Anruf, wo das dann angeboten wurde, die New York Times. Und eigentlich dachte der Mensch, der Mann war tot, der Mann war tot. Ja, irgendwie sowas. Ja, stimmt. Ganz. Aber ich dachte trotzdem, das wäre so drehbuchartig gewesen. Nee, du verwechselst das mit einer Geschichte aus einer früheren Erzählsammlung. Da ging es auch irgendwie um einen Anruf zum Schluss. Ja, okay, das kann sein. Naja, und dann hätten wir zum Abschluss Villa, das Pfefferkuchenmädchen und Harveys Traum. Villa weiß ich nur deshalb, weil das irgendwann mal in einem Pottwichteln für uns gewichtelt wurde. Das Pfefferkuchenmädchen war die Frau, die joggt und vor dem Mörder davonläuft. Mhm. Und an Harveys Traum habe ich überhaupt keine Erinnerung. Doch, der sitzt, glaube ich, im Traum am Frühstückstisch und dann kriegt er einen Anruf, dass er was gewonnen hat oder dass die Kinder tot sind. Und ja, die so Tochter, weiter. Genau, ja. Genau, und irgendwie alles ganz schlimm. Dann wacht er auf, geht ins quasi. In die Küche und dann beginnt quasi der Traum Realität zu werden oder sowas. Ja, genau. Hast recht. Ganz dunkel. Jetzt, wo ihr es sagt, erinnere ich mich wieder, aber hättet ihr mich jetzt gefragt, ich hätte mich nicht mal an das Joggen erinnern können. Mhm. Das weiß ich nur, weil ich diese Pfefferkuchen-Mädchen-Anspielung nicht kannte und danach recherchiert habe. Das ist wohl irgendein amerikanisches Trope. Ich glaube, das Pfefferkuchenmännchen ist so. Also, ich glaube, ich kenne das im deutschen Raum auch, da ist es aber kein Pfefferkuchen. Ich glaube, bei uns ist es ein Pfannkuchen, der immer rollt und rollt und rollt und immer größer wird und Dinge aufisst, glaube ich. Also, da gibt's. Also, das ist mir jetzt ganz unbekannt. Nee, doch, da irgendwas gibt's da, aber ich kann mich auch nicht genau erinnern. Naja, dann hätten wir ja die Kurzgeschichtensammlung, die erste, schon mal weg. Ja, und so wie man uns jetzt hört, sie hat ja wohl nicht so großen Einfluss hinterlassen auf uns. Nee, ich glaube nicht. Ja. Es waren schon ein paar schöne Sachen dabei, aber im Vergleich zu anderen Sammlungen zu viel Rotz. Ja, will ich auch so sagen. Zu viel, was einfach so untergeht. Das liest man, denkt, ja, okay, und dann ist es vergessen. Genau. Merkt es ja wieder, ja. Wo wollen wir in die nächste Folge gehen? Das wäre die Arena gewesen. Und mein Gott, war das ein Scheißbuch.
Oh ja. Und mein Gott, war das eine scheiß Folge, weil ich wir werden übrigens am Ende dieser Folge wieder Outtakes ranhängen. Und ein großer Teil dieser Outtakes ist aus dieser Folge. War das das Under the Dome-Ding? Genau. Ah, ja. Jupp. Oh je. Und Flo, ja. Ich nehme dir das immer noch übel, weil du sagst, das ist ein voll gutes Buch, nur das Ende ist schlecht. Nein. Nein. Voll gut habe ich auf jeden Fall nie gesagt. Ich habe gesagt, okay, nur das Ende ist schlecht. Und ich habe falsch gelegen. Wobei, das stimmt ja gar nicht. Der Anfang ist tatsächlich nein, okay. Nein, ist auch nicht. Das Einzige, was an dem Anfang gut ist, ist das zweigeteilte, nicht Eichhörnchen, sondern... Murmeltier. Murmeltier, danke. Murmeltier, ja, genau. Das ist nicht gut. Murmeltiere sind cool. Ja, eben. Und ich hätte das auch lieber lieb gehabt. Ja, aber ja. Nein, also die Arena war eins der Dinge dieses Jahr, vor denen es mir gegraut hat, schon vorher, und wo sich dieses Grauen auch bestätigt hat, ganz ehrlich. Zu Recht, es ist ja eins dieser Mammutwerke mit weit über 1000 Seiten und boah, nee. Ich hatte es wirklich noch besser in Erinnerung, das gebe ich zu, aber ja. Vielleicht ist es auch das erste Mal lesen, weil man dann wissen will, wie es weitergeht. Aber wenn einmal schon gelesen hat und es dann nochmal probiert, nein, macht's nicht. Es wird nicht besser, es wird viel, viel schlimmer. Gut. Jonas, hast du noch eine Meinung zu Arena? Nee, nichts weiter. Okay, dann würden wir in die nächste Kurzgeschichten-Novellensammlung gehen, nämlich Zwischen Nacht und Dunkel. Wir sind da jetzt quasi schon im Sommer, also im Hochsommer. Wir reden hier von Juni, Juli, August rum. Und wir haben angefangen, diese Sammlung mit der Novelle 1922. Und ich kann mich noch an den Inhalt erinnern. Ich weiß aber, dass ich die Atmosphäre sehr cool fand. Weil wir da so dieses Dust Bowl, dieses staubige, trockene, gewittrige, wo du so dieses das Verderben quasi im Wetter kommen siehst. Das hat mir gut gefallen. Genau, die Ratten, an die erinnere ich mich. Und auch so dieses so ein bisschen im Hintergrund so eine Gangstergeschichte mit dem Sohn drin und dieses Unheil, das immer überlauert. Das war doch schon eine ziemlich gute Story. Ich hätte euch nicht einen Satz zu dem Buch sagen können. Okay. Dann geht's Jonas, weiter. Sag uns mal einen Satz zu dem Buch. Ich weiß nichts mehr zu dem Buch. Ich glaube mich aber zu erinnern, und ihr werdet mich nachher korrigieren, wenn wir über die Bewertungen reden, aber ich glaube, du fandst das auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ich habe da 13 Punkte gegeben oder so. Du sollst doch gar nicht in die Zahlen gucken. Nicht? Nein. Ja, machen wir weiter mit Big Driver. Und das, glaube ich, sind wir uns einig, war mit ziemlicher Sicherheit das schwerste Buch, die schwierigste Geschichte, die wir in zumindest diesem Jahr besprochen haben. Ich glaube sogar insgesamt. Weil die ist mir unglaublich schwer gefallen als Folge. Ja. Mhm. Diese ganze Thematik war unheimlich schwer, und wir waren ja alle auch der Meinung, dass von der Umsetzung her, dass das auch teilweise ein bisschen fragwürdig war. Ich würde weitergehen, ich würde es unangenehm nennen. Ja, unangenehm ist ja nicht schlimm. Der Umgang damit war unangenehm. Nicht die Geschichte an sich. Also ja, die Geschichte an sich war auch unangenehm. Aber der Umgang mit der Geschichte war für mich unangenehm. Und zumindest in der Moderation bin ich mir auch bis heute nicht sicher, ob ich da einen vernünftigen Job gemacht habe. Weil das ist ein Thema, wo man wirklich mit Sensibilität rangehen muss und wahrscheinlich mit mehr Sensibilität, als ich habe. Ja, ich glaube schon, dass du das ganz gut gemacht hast. Ich glaube, wir hatten alle Probleme damit und wir haben halt das Beste daraus gemacht. Es ist vielleicht nicht eine unserer Sternstunden, aber es ist auch keine von Kings Sternstunden, also ja. Ich will aber an der Stelle, falls ihr aus irgendeinem Grund die Folgen, über die wir jetzt gerade reden, nochmal anhören wollt, das ist eine, wo ich ganz deutlich ein riesengroßes Ausrufezeichen
und Vorsicht und sämtliche Triggerwarnungen und Contentwarnungen, die ihr euch denken könnt. Das ist wirklich eine gefährliche Geschichte, wenn ihr mit sexueller Gewalt in irgendeiner Form ein Ding habt. Vielleicht lieber die Finger davon lassen. Gut. Jonas, kannst du dich an diese Folge noch erinnern, beziehungsweise an die Geschichte? Ja, das tatsächlich. Scheinbar prägen sich schlimme Dinge besser ein. Gut. Wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Dann käme als nächstes die Novelle Faire Verlängerung. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Hendrian da dabei war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der Hendrian und die Dame des Hauses waren dabei. Ah ja, genau. Und ja, ich glaube, das war eine ziemlich coole Story. Ja, die war lustig. An die kann ich mich auch gut erinnern. Jonas, möchtest du uns doch mal kurz erzählen, worum es ging? Ein Mann hat, ich glaube, Krebs. Mhm. Trifft auf einen Straßenhändler, der ihm ja zum Kauf anbietet eine Verlängerung seines Lebens. Also es ist wahrscheinlich der Teufel. Und er muss quasi nur jemanden aussuchen, auf den quasi das Pech übergeht. Er wird dann von Krebs geheilt und sein bester Freund, der gleichzeitig der Kerl ist, den er am meisten hat, hat nur noch Pech im Leben. Genau. Ich weiß an dieser Geschichte nur, ich fand die gut, ich habe mich nur wieder über die Darstellung von Behinderung aufgeregt. Ach stimmt, der Nachbarssohn oder irgendwie sowas, gell? Ja, genau. Ja, und wir schließen dann diese Novellensammlung ab mit Eine gute Ehe. Und ich glaube, das fand ich, also ich erinnere mich noch dran, weil ich mich über die Hauptfigur fürchterlich aufgeregt habe. Aber das war auch sowas, ich habe das gelesen, ich weiß noch, worum es geht, aber das war auch so absolut durchschnittlich irgendwie. Ja, das war diese Frau, die rausfindet, dass ihr Mann, mit dem sie seit Jahrzehnten verheiratet ist, ein Serienmörder ist. Genau. Was jetzt schon interessanter klingt, als die Geschichte dann letztendlich ist. Ja, und damit hätten wir zwischen Nacht und Dunkel auch schon wieder abgeschlossen. Habt ihr denn dazu eine Meinung? Bisher waren ja diese Novellensammlungen mit vier Novellen immer Highlights. Also, da waren schon richtig, richtig geile Sachen dabei. Und ja, schon. Ja, aber. Ja, also die hier ist leider so ein bisschen ins Mittelmaß abgerutscht. Mit 1922 und Faire Verlängerung, zwei richtig gute Stories, aber dafür haben die anderen halt umso mehr nach unten gezogen. Also, ja. Bisschen zwiespältig. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich finde die auch nicht gut. Ich gebe dir recht, dass die Mittelmaß ist. Aber die einzige, die mich hier wirklich runtergezogen hat, war die Big Driver-Sache. Die anderen drei Geschichten fand ich solide. Nicht doll, aber solide. Jonas? Ja, ich fand halt zwei gute, zwei schlechte Geschichten. Ja, also tatsächlich Mittelmaß. Nee, noch nicht mal. Es ist halt zweigeteilt. Dann hatten wir wieder einen langen Roman und ja, er war sehr lang. Nämlich Der Anschlag. Das ist ein Buch, ich weiß noch viel davon, ich würde aber lieber haben, ich würde es nicht mehr wissen. Und mein Problem ist, dass ich dieses Buch in meinem Hirn regelmäßig mit Dead Zone durcheinander bringe. Ja, ist ja auch ein bisschen ähnlich. Aber Der Anschlag war ja auch, da bist du ja aus der Reihe gefallen. Wir waren alle derselben Meinung, aber drei Leute haben das Buch sehr gut bewertet und du halt sehr schlecht. Das war lustig. Ich bleibe dabei, ich mag das Buch. Es hat echt einige Probleme. Es hat wieder eine katastrophale weibliche Hauptfigur. Ja. Es hat Logiklücken, aber es unterhält. Ja, ich glaube, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Ich weiß, ich habe mich damals in der Folge schon unglaublich darüber ausgelassen. Es stören mich weder die Logiklöcher noch irgendwas anderes. Also ja, es stört mich auch, aber das war nicht das Problem, weshalb ich das Buch schlecht fand. Aber was mich gestört hat, wir haben hier Derry wieder besucht
und hatten auch einen Ausflug in die Vergangenheit von Derry gemacht und haben dabei einen Großteil der Lore von S einfach über den Haufen geworfen. Und das hat mich wütend gemacht und das macht mich immer noch wütend. Das sehe ich anders, aber ja gut. Die Diskussion hatten wir ja schon. Genau. Ja. Wie fandst du es, Jonas? Ich habe das in guter Erinnerung. Und ich glaube, ich hatte Spaß daran. Okay. Ich glaube, mir war es einfach zu langatmig. Weil das war so eine Geschichte, die hättest du in der Hälfte des Buches auch erzählen können. Ja, es war wie bei Die Arena, unser zweites Buch dieses Jahr mit über 1000 Seiten. Mhm. Und ja, während man Die Arena hätte auf null kürzen können, hätte man hier doch ein gutes Drittel kürzen können, würde ich immer mindestens sagen. Ja. Dann gehen wir weiter und das war meine Erlösung dieses Jahr. Das Buch, an dem ich am meisten Spaß hatte, nämlich Wind. Was ja so ein bisschen ein Märchen, eine Analogie, weiß nicht, aus dem Turm-Universum ist. Und ich hatte Spaß. Ich bin endlich wieder zurück in den Turm gekommen. Das war schön. Ja, ich erinnere mich ja auch, dass ich der Ausreißer war. Also nicht so heftig wie du bei der Anschlag, aber ich bin nicht gut reingekommen. Es sind ja diese drei Erzählungen und zwei davon waren für mich überflüssig. Ja, aber ich kann verstehen, dass es euch gefallen hat. Ja, ich weiß, es war wieder schwierig zusammenzufassen, wegen halt dieser geschachtelten Variante. Aber gefallen hat es mir sehr gut. Dann gehen wir weiter. Da hatten wir ein Spezial. Nämlich, da haben wir über die Distanz-Serie von 2020 gesprochen. Und ich fand das lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Ich finde immer noch, Nadine ist ein unverzeihliches Casting. Aber ansonsten hatte ich Spaß. Also das Casting, du hast recht, das Casting hat mir nicht nur bei Nadine nicht gefallen. Da hatte ich mit einigen Figuren Probleme. Und halt auch mit der nicht-linearen Erzählung. Und mit Jodens Fleck. Ja, und auch mit den Schnitten. Also, dass eine Episode eigentlich komplett rausgeschnitten wurde vor der Veröffentlichung wegen Corona. Ja. Ich glaube, wenn mehr Apokalypse drin gewesen wäre, und das wäre es ja dann auch, da hätte ich erheblich mehr Spaß damit gehabt. Aber an sich ist es eine solide Serie. Jonas? Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen sollte. Es war eine okay Serie, aber ja, ich sag mal, The Stand in halt eine Serie mit einer Staffel reinzupressen, da geht halt sehr viel verloren. Und wenn man das Buch nicht kennt, ist das sicher ziemlich gut oder okay, aber ja, es ist halt nicht mal die Hälfte von dem, was wirklich passiert. Naja, dann geht's weiter mit Ein Gesicht in der Menge und Faithful. Das eine ist eine wirklich kurze Kurzgeschichte. Eine Kooperation mit Stuart Onan. Ja, beides sind Kooperationen mit Stuart Onan. Ah, okay. Deswegen haben wir das zusammengepackt. Und auch, weil es in beiden Sachen um Baseball geht. An die Kurzgeschichte erinnere ich mich noch, die war solide. Ja. Und das Sachbuch, da war ich ja der Einzige, also außer dem Gast, der kannte das auch, aber der Einzige, der es versucht hat zu lesen, ich habe das abgebrochen. Ein Buch über die Saison, schlag mich tot, ich weiß es ja nicht mehr, der 2002, Boston Red Sox. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. nein, es ist so gar nicht mein Thema, es interessiert mich null und es, ja, nee. Ich kann verstehen, warum es eins der Bücher ist, die nicht auf Deutsch von King übersetzt wurden. Naja, und das Jahr haben wir dann abgeschlossen mit einer weiteren Sonderfolge. Da haben wir mit dem Antwort zusammen eine Akte X-Folge angeguckt, die von King geschrieben wurde. Und das war lustig. Also nicht gut, aber lustig. Ich würde sagen, eine unserer witzigsten Folgen dieses Jahr. Auf jeden dieses Fall. Dieses Jahr auf jeden Fall, ja. Bin ich bei dir. Ja. Ja, naja, wie wollt ihr es machen? Wollen wir erstmal darüber reden, wie wir die Folgen fanden? Oder wollen wir direkt über die Bewertung mal schätzen?
Ne, über die Folgen haben wir jetzt schon mal ja kurz geredet. Na, habt ihr denn einen Favoriten, eine Lieblingsfolge, die wir aufgenommen haben dieses Jahr? Weil ich glaube, bei mir ist es tatsächlich die Akte X-Folge und die Folge mit dem Spotto zu N. Weil die war, glaube ich, auch sehr unterhaltsam im Gesamtkontext. Ich würde da auch zur Akte X-Folge tendieren. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die am kürzesten zurückliegende Aufnahme ist. Mhm. Ansonsten, wir hatten echt schöne Folgen, aber ich vom Spaßfaktor her war das, glaube ich, das Highlight dieses Jahr, doch. Mhm. Ja, das würde ich auch so sagen. Okay. Gut, Flo, du hast doch bestimmt die Zahlen zur Bewertung. Ja, natürlich. Ja, und da würde ich auch mal gleich euch fragen, was schätzt ihr denn so, wie dieses Jahr verglichen mit unseren anderen Jahren ausgefallen ist von den Bewertungen? Bei mir auf jeden Fall deutlich schlechter. Im Gesamtkontext weiß ich es nicht. Deutlich schlechter als bisher grundsätzlich oder deutlich schlechter einfach als das Jahr zuvor? Auf jeden Fall als das Jahr zuvor. Und ich würde sagen, bis aufs erste Jahr, ich glaube im allerersten Jahr, habe ich es sehr ungnädig bewertet. Also quasi die letzten Jahre, außer das erste Jahr, müsste das das Schlechteste sein. Du liegst falsch. Okay. Also du hattest im Durchschnitt eine Bewertung von 9,2 Punkten und ja, das ist schon nicht so gut. Du hattest aber 2018, also unser zweites Jahr, da warst du auf 8,9. Oh, okay. Und 2021, und das ist ja noch gar nicht so lange her, warst du sogar auf 8,1 nur. Ui, okay. Also da warst du schlecht gelaunt. Wahrscheinlich. Ansonsten warst du so 9,4, 9,5. Das erfolgreichste Jahr war unser erstes 2017 mit 10,7 und letztes Jahr mit 10,6 warst du knapp drunter nur. Mhm. Aber du hattest natürlich auch wirklich jetzt einen Rückgang in deinen Bewertungen. Ja. Jonas, was denkst du? Ich denke, ich habe etwas negativer bewertet als im Jahr zuvor. Ja, das auf jeden Fall. 2022 hattest du 11,2 und dieses Jahr warst du dann nur auf 10,1. Mhm. Du hattest aber auch schon 2019 mit 9,1 und 2020 mit 9,6 ein ganz Stück niedriger bewertet. Am besten hat dir das Jahr gefallen, 2021, also dir das Schlechteste. Da hattest du 13 Punkte im Schnitt. Ja. Bei den Gästen war es das zweitschlechteste Jahr mit 10,5 Punkten. Da waren nur 2017, also unser erstes Jahr, mit 10,1 Punkten noch schlechter. Die hatten auch schon mal 2018 mit 13,1 Punkten ein gutes Stück mehr. Mhm. Ja, und auch bei mir ist es natürlich schlechter ausgefallen. Also ich hatte 2022 noch 11,3 und bin jetzt runter auch auf 10,5. Oh, das ist aber ein ganz schöner Sturz. Ja, aber ich hatte auch schon 10,1, 10,2, 9,7, 9,3. Also es ist tatsächlich nur mein drittschlechtestes Jahr oder mein drittbestes Jahr. Was ich mich echt wundert, weil das Jahr jetzt wirklich so nicht so viele Highlights hatte, aber okay. Insgesamt haben wir einen Schnitt von 9,97. Und ja, damit ist es durch den Schnitt tatsächlich unser am schlechtesten bewertetes Jahr im Podcast. Okay. Ja. Letztes Jahr war übrigens das am besten bewertete Jahr. Ja gut, aber wir hatten letztes Jahr zum Beispiel sehr viel vom Turm. Der hat viel rausgerissen, glaube ich. Klar. Das sieht man auch so in allen unseren Bewertungen. Durch alle Folgen hindurch, also seit 2017, sind die Gäste weiterhin noch die am höchsten bewerten, mit 11,4 im Schnitt. Und von uns dreien ist Jonas immer noch der am positivsten gestimmte, mit 10,7. Ich kurz dahinter mit 10,4. Ja, und Dela, du mit 9,5.
wirst deinem Ruf gerecht. Ja, man muss ja aber fairerweise sagen, die Gäste und Gästinnen suchen sich ihre Bücher ja freiwillig aus. Ja, und eben schon bei der Folgenbesprechung schon anklingen lassen, die größten Differenzen. Ja, das war natürlich der Anschlag. Mhm. Wir hatten Punkte von, also Jonas und ich hatten 15 Punkte und die Gäste haben 14 Punkte gegeben und du hast uns 3 Punkte gegeben. Also das war natürlich schon ein großer Unterschied. die größte Übereinstimmung gab es bei Big Driver. Mhm. Da haben alle so 5 oder 6 Punkte gegeben. Mhm. Was würdet ihr denn generell schätzen, wie viele Seiten wir dieses Jahr gelesen haben? Puh. 4.000? Weiter? Es war nicht viele Bücher, aber wir hatten mit die Arena und der Anschlag schon mal jeweils über 1.000 Seiten. Ich würde sagen, 4.000 ist gut geschätzt. Wir haben 4.288 Seiten gelesen. Da sind allerdings die paar Seiten, die heute als Leckerli dazukommen, nicht mit eingerechnet. Ja, gut, das muss man auch nicht. Genau. Heute ist außerdem schon 2024. Genau. Ja. Wir hatten es gerade schon von den optimistischen Gästen. Hast du eine Aufschlüsselung für unsere Gäste? Wer so da war, wer wie oft da war? Ja, also wir hatten wieder eine ganze Reihe an Gästen. Diesmal haben die Männer dominiert. Das hatten wir sonst eher seltener. Also wir hatten 6 männliche Gäste, 2 weibliche und einen diversen. Mhm. Und wir hatten nur einen neuen Gast diesmal dabei. Die anderen waren alles wiederkehrende Gäste. Und das war unser guter Spotto. Das fand ich auch schön. Ja. Wenn nochmal eine Katzengeschichte kommt, können wir ihn gerne dazu nehmen wieder. Ansonsten hatten wir die Tinkerbell dabei. Mhm. Die war mit 3 Auftritten auch diejenige, die am häufigsten hier war. Okay. Mhm. Und dann mit 2 Auftritten unser Haselschaf. Mhm. Psychophie. Ja, und unsere Dauergeisel hat auch nur 2 Auftritte gehabt, der Hendrian. Ja, man glaubt echt, wir haben dieses Jahr nicht viel gemacht. Ja. Aber freut euch, der Hendrian wird euch wahrscheinlich im neuen Jahr sehr oft begleiten, zumindest steht er sehr oft in unserer Liste. Mhm. Was würdet ihr denn schätzen, was unsere meistgehörteste Folge dieses Jahres? Warte noch, ich möchte gerade noch die anderen erwähnen. Mit einmal dabei waren die Dame des Hauses, Mikado Elefant, Chloe war einmal dabei und der Angboy jetzt in der Aktix-Folge. Genau. Ja. Ja, was glaubt ihr denn, was dieses Jahr die meistgehörteste Folge ist? Ich hätte geschätzt auf die Arena, weil das vermutlich das bekannteste Buch ist. Mhm. Wäre ich jetzt auch, wäre meine Vermutung, ja. Okay, nein, da liegt ihr beide falsch. Ich gebe euch recht, das wäre wahrscheinlich das bekannteste Buch. Ich nehme aber an, das ist ein Teil von rein zeitlichem Abstand. Denn die meistgehörteste Folge ist Sunset mit den Geschichten Rastplatz, Abschlusstag, Hometrainer und Hinterlassenschaften. Und die war halt relativ zeitig im Frühjahr. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das einfach nur die Wirkung der Zeit ist. Das ist eine gute Erklärung dafür, ja. Ja. Hast du auch unsere am häufigsten gehörte Folge insgesamt rausgesucht? Das kann ich immer noch schnell machen. Moment. Es ist immer noch die Carry-Episode mit 1502 Hörern. Naja, auch nicht verwunderlich. Die erste Folge hören sich genau halt die meisten an. Ja. Also es ist tatsächlich so. Wir haben Carry, dann die Nullnummer, dann Brennen muss Salem und dann Shining. Also ziemlich genau in der Ordnung, wie wir sie auch aufgenommen haben. Ja. Was glaubt ihr denn, wie viele Hörer wir... Also da muss ich aber sagen, die Hörerzahlen, die ich jetzt sage, die sind meistens Fantasiewerte. Weil ich traue diesem Statistik-Tool nicht. Das muss man auch dazu sagen. Aber was glaubt ihr denn so im Durchschnitt pro Folge, wie viele Hörer wir haben? Na, ich habe es zufällig vorhin gesehen, deswegen kann ich keine Aussage dazu treffen.
Ich habe es leider auch gesehen. Ich glaub, darfst du es leider verraten. Ja, wir haben im Schnitt pro Folge ungefähr 100 Hörer. Das schwankt mal, geht mal rauf auf 150, geht mal runter auf 80. Aber im Schnitt sind es so 100. Und wir haben zumindest im Podcast Addict, weil das ist das Einzige, wo ich nachgucken kann, 130 Abos. Da sind aber noch nicht die eingerechnet, die über den Hauptfeed reinkommen, die König, Bube, Dame, Gast über den Hauptfeed hören. Und unser YouTube-Kanal, den ich an dieser Stelle auch nochmal bewerben möchte, hat auch lustigerweise 39 Abos. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei allen Menschen bedanken, die diesen Quatsch über YouTube konsumieren. Weil die sind tatsächlich auch sehr fleißig mit dem Kommentieren und so. Und vielen Dank, auch wenn sehr oft böse Kommentare dabei sind, aber für unsere Standardhörer, die immer wieder die Folgen hören, vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns darüber sehr. Ja, ich habe dieses Jahr auch ein paar Leute dazu gebracht, uns zu hören, die sonst nichts mit Podcasts anfangen. Und dann kam dann auch die Frage, ja, wo kann ich euch denn hören? Ach, auf YouTube, ja, dann höre ich euch da. Also es ist, glaube ich, ein Kanal, an den man so gar nicht denkt, den die Leute aber doch nutzen. Ansonsten hat sich natürlich dieses Jahr auch noch was getan am Team, denn wir haben ja jetzt einen Social Media Manager, den Hendrian. Ein Runde Applaus für den Hendrian. Es ist gar nicht so einfach, einen Push-to-Talk zu klatschen. Ja, genau. Nein, nur kurze Erklärung dazu. Ich habe meine Social-Media-Kanäle größtenteils alle totgeschaltet und habe demzufolge auch für den Podcast keine eigenen mehr, weil zu viel komische Menschen teilweise mir da... Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mit dem Hendrian gesprochen, weil ich eben zum Beispiel diesen ganzen YouTube-Quatsch auch nicht mehr bewältigen konnte und die E-Mails, die reinkamen, nicht bewältigen konnte. Das heißt, wenn ihr jetzt an unsere Feedback-Adressen oder über YouTube Kommentare abgebt oder irgendwas, dann sieht das der Hendrian, beantwortet das der Hendrian und wir werden das aber natürlich auch entsprechend erfahren, wenn was reinkommt. Aber ihr seid gerne immer noch herzlich eingeladen, Kommentare abzugeben, Feedback abzugeben, all das. Wir freuen uns darüber wirklich sehr. Es war bloß teilweise für mich einfach nicht mehr zu handeln, dass ich das selber mache, weil... Wie gesagt, ich mache halt einen großen Teil der Orga, ich mache die Termine mit den Gästen aus, ich versuche das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und dann noch das Feedback zu machen, war einfach zu viel. Deswegen, wie gesagt, haben wir jetzt einen Hendrian. Ja. Ja, es war ohnehin für Social Media ein komisches Jahr. Also es hat sich ja durch ich bleibe bei Twitter. Durch das Sterben von Twitter sehr viel verteilt und so gab es nicht mehr einen Hauptkanal, sondern auf einmal 20 und ja, das war einfach nicht mehr machbar. Genau das. Aber wie gesagt, wir sind euch dankbar für jede Minute, die ihr mit uns verbringt und für jede Feedback-Sache, die ihr uns abgibt. Stichwort Feedback. Jonas, haben wir iTunes-Bewertungen? Nein, seit 4 Jahren. Okay, hervorragend. Gut, dann bin ich, glaube ich, mit meiner Statistik fertig. Dann würde ich euch jetzt ganz traditionell noch fragen, was denkt ihr denn, was unsere Flop 3 waren, also die 3 schlechtesten Geschichten in diesem Jahr? Warte, dann muss ich gleich noch mal kurz aufmachen. Big Driver auf jeden Fall. Eine gute Ehe und... Du meinst jetzt global, ne? Du meinst von uns allen am schlechtesten bewertet. Genau. Die Folgen aus diesem Jahr, die wir am niedrigsten bewertet haben. Warte mal. Also Home-Trainer hatten wir relativ gut bewertet. Da könnt ihr's rausreißen. N hatten wir auch sehr gut bewertet, glaube ich. Also Pfefferkuchen, Mädchen und Harveys Traum hatten wir, glaube ich, schlecht bewertet. Die Arena definitiv das schlechteste. Oder Big Driver, eins von beiden. Also Jonas. Ja? Du lagst schon ziemlich gut. Auf Platz 3 mit 5,75 Punkten ist Big Driver. Und eine gute Ehe ist auf Platz 2 mit 4,5. Und natürlich hast du recht, Dela, mit 4 Punkten ist die Arena unser absolutes Lowlight in diesem Jahr gewesen.
Ja, und was sind denn unsere besten Geschichten? Was denkt ihr? Ich würde sagen, auf jeden Fall Wind. Ja. N, wie gesagt, erinnere ich mich, haben wir sehr hoch bewertet. Aber das ist halt nur die eine Geschichte. Da weiß ich nicht, ob es für die ganze Folge zählt. Ja, die Geschichten sind einzeln berechnet. Und ich glaube, 1922 hatten wir auch gut bewertet. Das wären also meine drei Tipps. Faire Verlängerung würde ich noch in den Raum werfen. Ja, er liegt ziemlich gut. Also 1922 hat 12,25 Punkte gekriegt. Hm. War solide. Der Hometrainer war mit der gleichen Punktzahl auch noch ziemlich weit oben. Was lustig ist, weil ich mich da echt auch wenig dran erinnere. Na, doch, ein bisschen schon. Ja, so ein bisschen. Hinterlassenschaften hatten wir auch noch gut bewertet. Auch eine Geschichte, die hatten wir ja schon eben. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Achso, doch, die Badezimmersprüche, ja klar. Genau. Ja, ja. Die hatte sogar 14 Punkte. Und dann kommen wir zu Platz 3. Faire Verlängerung. Mhm. Mit 14,13 Punkten. Kann das sein? 1,3. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Stimmt aber. Okay. Ah ja, gut, zwei Gäste, ja, okay. auf Platz 2 ist Wind. Hattet ihr auch recht. Mit 15 Punkten. Und N war tatsächlich unsere beste Geschichte in diesem Jahr mit 15,75 Punkten. Ich weiß, dass wir die gut fanden, deswegen. Ja. Ja, sehr cool. Ja. Wollen wir ein bisschen in die Kristallkugel blicken? Ja. Okay, dann muss ich mal kurz die Kristallkugel öffnen. Was glaubt ihr denn, wie weit wir dieses Jahr kommen? Also, dann mache ich schon mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Mhm. Das nächste Buch, das wir jetzt besprechen werden, ist Joyland. Genau. Dann kommen wir zu dem Shining-Nachfolger Dr. Sleep. Mhm. Und dann beginnt die Mr. Mercedes-Trilogie. Mhm. Zwischen den Bänden von Mr. Mercedes haben wir noch Revival und noch eine Kurzgeschichtensammlung, die etwas größer ausfällt, Bazar der bösen Träume. Und dann kommt mit Mind Control der Abschluss Mr. Mercedes. Und bis dahin würde ich gerne auf jeden Fall kommen. Ich glaube nicht, dass er... Also gut, ich kann die nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie dick die Bücher sind. Aber ich befürchte... Also ich würde sagen, Bazar der bösen Träume kriegen wir fertig. Aber auch nur das. Ja, also... Dr. Sleep ist nochmal, glaube ich, etwas dicker. Die Mr. Mercedes-Bücher sind so nicht dünn, aber so Mittelfeld. Mhm. Revival ist, glaube ich, eher so Richtung Joyland, also eher dünn. Ja, okay, dann könnte es klappen. Dann könnte es klappen mit Mind Control. Es sind halt diesmal Bazar der bösen Träume aufgeteilt in 7 Folgen. Mhm. Das könnte natürlich... Es kann so oder so gehen, dass wir das sehr schnell hinter uns bringen oder dass es sich über Monate zieht. Ja. Das werden wir feststellen. Kommt auch aber tatsächlich auf die Gäste, glaube ich, an, weil so wie es momentan gedacht ist, haben wir sehr viel davon denselben Gast. Ja. Das ist aber einfach nur aus der Tatsache gewachsen, dass wir ihn einfach überall eintragen, wo wir keinen haben. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der die Terminfindung interessant macht. Das heißt, wenn du immer mit denselben Menschen redest, dann ist es kein Problem, einen Termin zu finden. Wenn du mehrere Leute unter einen Hut bringen musst, dann wird das halt schon schwieriger und dann zieht sie es halt im Zweifelsfall. Ja, wir können es ja verraten, so ist es auch bei der nächsten Episode. Da hat es nicht geklappt mit unserem ursprünglich geplanten Gast und auch da ist jetzt unsere Lieblingsgeisel eingesprungen. Genau. Aber generell, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir freuen uns darauf, ihr braucht keine Podcast-Expertise, ihr braucht auch keine King-Expertise notwendigerweise. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, ist das kein Problem, dann sagt uns Bescheid, wir würden euch dann mit der Quellenlage versorgen. Ansonsten braucht ihr nur Teamspeak oder Discord und irgendwas zum Reinsprechen. Und wir würden uns wirklich, wirklich freuen. Guckt einfach auf unsere Leseliste, auf was ihr Lust habt, sagt Bescheid. Wie gesagt, wenn ihr euch keinen ganzen Roman zutraut, könnt ihr gerne 3 Kurzgeschichten kriegen.
Wir würden uns freuen, wenn wir dabei sind. Ja, wie gesagt, wir haben Kurzgeschichten in diesem Jahr und wir haben wahrscheinlich dann mit Sicherheit im nächsten Jahr auch nochmal Novellen mit blutigen Nachrichten. Also wir kriegen euch unter und auch einige der Bücher wie die Quendi-Trilogie oder Erhebung, das sind dünne Bücher. Also die zählen eher als Novellen, würde ich sagen. Ah, okay, das war mir so nicht klar. Ja, also das ist alles machbar und wir helfen euch da gerne. Meldet euch einfach. Jonas, was würdest du denn prophezeien, wie weit wir kommen? Bisschen zwischen prophezeien und als Ziel setzen, würde ich auch sagen Mind Control. Sind wir knapp über ein Buch im Monat oder über eine Folge im Monat und ich denke, das sollten wir hinbekommen. Okay. Ansonsten, Flo, hatten wir uns ja schon mal unterhalten, eventuell, wenn uns die Götter genetisch gestimmt sind, wird es auch im Jahr 24 vielleicht ein paar Sonderfolgen geben. Genau, also neben regulären Sonderfolgen, was komisch klingt, Verfilmungen zum Beispiel, da haben wir noch so ein paar Sachen auf unserer Liste stehen, wie Kingdom Hospital, von dem es mir ja graut. Ich finde das super, ich will das machen. Oder Schlafwandler und Katzenauge. Also so solche Sachen eventuell, aber das müssen wir mal noch schauen, ja. Würden wir uns auch so Sachen widmen wie der Serie Chapelwaite, die ja die Vorgeschichte zu Brennen muss Salem sehr auswalzt. Das schauen wir mal. Aber ja, Dela, wir haben ja vor langer, langer Zeit mal Tabatha King besprochen. Mhm. Das Puppenhaus. 2018 war es. Es ist schon lange her. Mhm. Und wir haben entschieden, wir kehren dahin zurück. Aber. Großes Aber mit vielen Ausrufezeichen. Ja. Also wir werden nicht mehr Buch für Buch besprechen. Beziehungsweise wir machen das nur in Sonderfällen. Also zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass Joe Hill wahrscheinlich es wert ist, dass wir die Bücher genauer besprechen. Genau. Wir würden aber so ja unter dem Namen Family and Friends Tabatha King oder Owen King und dann so Leute auch wie Straub, wie Stuart Onan, wie Richard Sisma, solche Leute uns vorknöpfen. Und zumindest mal kurz vorstellen und mal einen kurzen Überblick geben. Ja, ein bisschen was über die Leute erzählen und dann so der Plan ist es momentan, so 3 Bücher, gerne auch verschiedene Leute gemischt pro Folge, mal so kurz Reviews zu machen und die vorzustellen, ein paar interessante Sachen zu erzählen, aber so ganz auswalzen wollen wir das nicht mehr, denn ja, es wird nicht besser. Ich glaube, wir können das disclosen. Wir haben es versucht mit weiteren Tabitha King Büchern. Das war sehr schlimm. Es war sehr, sehr schlimm. Ja. Wir wissen noch nicht, wann es damit losgeht. Wir gucken mal, wenn wir eine Folge auf die Reihe kriegen, kriegt ihr die auch schnell zu hören. Aber versprechen können wir noch nicht, wann es losgeht. Genau. Und die Sonderfolgen werden wir wahrscheinlich auch ohne Gäste machen, sondern eben wirklich nur so, wie wir es gerade einschieben können, zeitlich. Genau, nur dass ihr euch da nicht wundert, dass wir da nicht fragen, ob ihr mitmachen wollt. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch Pech. Gerne. Ihr dürft euch ruhig melden. Wir nehmen das dann wohlwollend zur Kenntnis. Genau. Ob es was wird, das wissen wir natürlich nicht, aber ja. Genau. Nee, aber die sind halt wirklich so ein bisschen als Snacks zwischendurch gedacht, die im Zweifelsfall auch schnell produzierbar sind und spontan mal, ne? Deswegen. Ja. Genau. Ja, es gibt auch noch 2 Geschichten. Nein, es gibt eigentlich noch mehr Geschichten. Uralt Sachen von King, die bis jetzt nicht auf Deutsch erschienen sind. Und die auch nirgendwo in der Sammlung enthalten sind. Mhm. Da arbeiten wir dran, dass wir euch die auch irgendwie vorstellen können. Gerne. Aber das kommt auch noch. Okay, dann glaube ich, sind wir mit dem Hauptteil dieser Sendung durch. Oder fällt euch noch was ein? Nee, ich glaube nicht. Ja, wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten.
Also King hat das ja auch nicht so viel veröffentlicht, muss man auch sagen. Mhm. Es war nur das Buch Holly. Und an Filmen und Serien, da gibt es ja jedes Jahr eine ganze Menge. Da würde ich gleich noch mal drauf eingehen. Okay. Ansonsten vielleicht noch kurz der traditionelle Nekrolog. Ja, genau, das würde ich gerade. Ah, gut. Ich habe jetzt nur so ein paar Leute rausgesucht, die so ganz entfernt mit King zu tun haben oder hatten. Das wären zum Beispiel der Schauspieler Julian Sands, der in Red Rose mitgespielt hat. Rose. Der, meine ich auch. Ja. Der ist im Januar bei einer Wanderung verschwunden und seine Leiche wurde später gefunden. Mhm. Im August ist zum Beispiel William Friedkin verstorben. Der hat jetzt weniger mit King zu tun, aber war mit Sicherheit auch ein Einfluss auf ihn. Das ist der Regisseur von unter anderem Der Exorzist. Ah, okay. Mhm. Am 16.8. ist Jürgen Kluckert verstorben. Das war ein deutscher Synchronsprecher, der hauptsächlich bekannt ist als Stimme von Benjamin Blümchen. Okay. Er hat aber auch Figuren gesprochen wie John Coffey in The Green Mile oder Charlie in Dr. Sleep. Und dann hätten wir zum Beispiel noch am 14.10. Piper Laurie. Die hat unter anderem, also bekannt aus zum Beispiel Twin Peaks, aber die hat Carries Mutter gespielt im Originalfilm von Brian De Palma. Mhm. Mit Sicherheit noch einige mehr, aber das sind jetzt so die, die ich mir das Jahr über notiert habe. Und ja, dann machen wir jetzt mit was Schönerem weiter. Ja, du wolltest noch über die Filme und Serien und so. Ja, da brauche ich aber noch einen Moment, deswegen okay. Mach du ruhig weiter. Naja, ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich mich geehrt fühle, dass ihr diesen Blödsinn immer noch mit mir macht nach so vielen Jahren. Und ich fühle mich auch furchtbar geehrt, dass ihr euch diesen Blödsinn immer noch anhört nach all diesen Jahren. Und ich muss sagen, auch wenn die Arbeit da ist, definitiv, und auch wenn es uns manchmal ein bisschen über den Kopf wächst, das ist tatsächlich immer noch eins der Podcast-Formate, an dem ich den meisten Spaß habe. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr das mit mir so durchzieht. Das ist wirklich schön. Ja, kann vielen ich Dank. Geben. Ich würde sogar sagen, es ist bei mir das Format, das am meisten Spaß macht. Aber ja, ich habe ja auch noch daraus so viel. Ja. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank. Ich meine das ganz ehrlich. Es ist mir tatsächlich immer noch ein Vergnügen, mit und für euch zu podcasten. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch bei allen Gästen und Gästinnen, die dieses Jahr dabei waren. Weil ich glaube, ohne euch wäre dieses Format nur halb so geil. Auf jeden Fall. Hast du denn nächstes Jahr ein Buch, auf das du dich doll freust? Ja. Ich muss aber selbst gucken. Ich habe Revival als ziemlich gut in Erinnerung, weil das wirklich Horror ist und Lovecraft-Elemente hat. Ah, okay. Mhm. Ich hoffe, dass es so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und bei den Mr. Mercedes-Sachen, ich weiß es nicht. Ich warne dich auch schon mal vor, es ist halt Krimi, wird erst ganz am Ende übersinnlich. Mal sehen, weiß ich nicht, wie das für dich ist. Bei mir ist es ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, ich freue mich auf Dr. Sleep. Allerdings nicht sicher, ob das unbegründete Freude ist. Und ja, bitte. Basar der bösen Träume sagt mir auch noch irgendwas und auch positiv. Der Witz ist aber, dass ich keine einzige der Kurzgeschichten erkenne. Ich erinnere mich nur an eine Handvoll. Ich glaube, das wird leider so sein wie die letzte. Also ein paar richtig geile Sachen und dann viel Füllmaterial, aber ich weiß es nicht. Dr. Sleep kennst du noch nicht, gell? Ich kenne die alle noch nicht. Ach so. Also außer Basar der bösen Träume, kann es sein, dass ich das gelesen habe? Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Also ich freue mich auf das, was danach kommt. Also dieses Jahr wird, ja, es ist, glaube ich, kein Totalausfall dabei.
Aber danach, die Quendi-Bücher mag ich. Oder zumindest den ersten auf jeden Fall. Outsider ist geil. Mhm. Erhebung, sowas. Also da kommen noch schöne Sachen. Es kommen natürlich auch noch mal ein paar, ja, schwächere. Aber, also ich bin auch gespannt, so Sachen wie Sleeping Beauty noch mal zu lesen. Oder dann ganz später Fairy Tale. Weil das sind Bücher, an die bin ich auch mit dem falschen Mindset rangegangen. Die landen mehr so in Richtung Fantasy. Okay, das kann entweder furchtbar schlecht oder furchtbar gut werden. Ja, ja. Bei Sleeping Beauty bin ich echt gespannt. Ich glaube, das Buch ist erheblich besser, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich habe es auch nicht als schlechte Erinnerung, so muss ich auch sagen. Mal gucken. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Filmen. Ja, es gab 2023 jetzt nur ein paar wenige King-Verfilmungen. Eine davon war The Boogeyman, der auf der Kurzgeschichte Das Schreckgespenst basiert. Zurzeit ist der tolle Film auch... Geschichte. Ja, ich habe den Film jetzt vor kurzem erst gesehen, der ist momentan auf Disney Plus. Ja, also man hatte schon einiges rausgeholt. Ich fand es ein bisschen zäh, aber es ist schon gruselig, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Okay. Und es gab einen weiteren Film, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Bin ich aber auch gespannt. Pet Sematary Bloodlines. Okay. Also die Vorgeschichte zum Friedhof der Kuscheltiere. Die Bewertung dieses Films ist jetzt nicht so herausragend. Aber ja, mal schauen. Ich habe Angst. Dann habe ich vorhin ja Chapelwaite erwähnt. Die Serie ist tatsächlich schon 2021 gestartet, was mich jetzt wundert, weil so lange habe ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Die ist auch jetzt mittlerweile bei Disney Plus. Und ich glaube, wir können sie wirklich reinnehmen, denn es wurde entschieden, keine zweite Staffel zu produzieren. Okay. Das heißt, wir gucken uns das dann vielleicht mal an. Mhm. Es ist zumindest interessant. Ich habe es aber auch noch nicht zu Ende geguckt. Okay. Dann läuft die Serie Creepshow weiter. Die war jetzt im letzten Jahr aber ohne eine King-Verfilmung. Wenn ich mich richtig erinnere, war aber eine Geschichte von Joe Hill dabei. Mhm. Okay. Ja. Und ansonsten sind einige interessante Sachen angekündigt, auf die ich mich echt freue. Oder vor denen ich ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. Overlook. Oh ja. Also eine Serie, die auf The Shining basiert. Ich glaube, es soll eine weitere Serie geben, die in Castle Rock spielt. Okay. Und ja gut, verschiedene Sachen, die dann als Episoden oder Miniserien, ob das wirklich was wird, Sleeping Beauties, der Talisman ist ja auch immer im Gespräch. Ja, aber da wird nie stattfinden, glaube ich. Ja, es könnte auch eine Verfilmung geben, so die Offenbarung der Becker Paulsen. Oh Gott. Ja. Oh nein. Ich freue mich auf die Kajal-Szene. Ja, das müssen wir mit Angbor gucken, die ja war damals begeistert. Ja. Also es war dieses Jahr jetzt kein so King-Film-Highlight wie in den letzten Jahren mit den Ace-Verfilmungen. Aber es war auch kein Totalreinfall. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir den Statistik- und Hauptteil dieser Folge fertig. Und würde sagen, ich übergebe das Wort wieder an dich für das Leckerli der Folge. Ja, wir besprechen ja jede Folge ein Buch, ob wir wollen oder nicht. Und dieses Mal gehen wir weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1988. Da hat der Fotograf F. Stop Fitzgerald ein Buch zum Thema Steinskulpturen veröffentlicht, also Gargoyles, Wasserspeier. Und King wurde von seinem Verlag gebeten, dafür ein Vorwort zu schreiben. Aus dem Vorwort ist dann ein Essay geworden. Und das Buch ist auch 1988 in Deutschland erschienen, also im
Original heißt es Nightmares in the Sky und im Deutschen Nachtgesichter. Im Heine Verlag rausgekommen, da hat man ja groß mit Stephen King auf dem Cover geworben und der Fotograf stand nur klein unten drunter. Ja. Was natürlich, es, sagen wir so, es sind 120 Seiten, glaube ich, so grob und 30 Seiten sind so zur Hälfte mit King befüllt, der Rest sind Fotos. Ja, es gibt auch nur eine Auflage dieses Buchs, also es ist ein Sammlerstück mittlerweile. Und ja, ob sich jetzt das lohnt, weiß ich nicht. Über das Essay reden wir gleich. Die Bilder sind nett. Es sind halt Wasserspeier. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand sie jetzt zum größten Teil auch nicht so spektakulär. Mhm. Als Fotos. Also die Bauwerke sind natürlich hochinteressant, aber ja. Ja, normal würden wir jetzt Jonas ja fragen, worum es hier geht, aber ich glaube, das sparen wir uns heute, oder? Es geht um Gargoyles. Dankeschön, Jonas. Naja, es geht um Gargoyles und es geht vor allem darum, Dinge zum ersten Mal wahrzunehmen, glaube ich. Weil King kriegt diesen Auftrag, zu diesem Bildband ein Vorwort oder ein Essay zu schreiben. Und er sagt ja erstmal, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema gehabt. Und er hat auch überhaupt keine Lust, sich eine Ahnung von dem Thema zu beschaffen. Was ich lustigerweise sehr cool finde. Mhm. Aber er beschließt halt oder er assoziiert halt eigentlich erstmal nur europäische Kirchen und alte europäische Häuser mit dieser Gargoyle-Thematik. Und wird dann von diversen Freunden und Kollegen darauf hingewiesen, nee, die sind halt hier in New York auch sehr viel. Und dann beginnt so ein bisschen diese Reise, dass er zum ersten Mal diese Dinge wahrnimmt und die auf einem ganz komischen Level verstörend findet. Das kann ich sogar verstehen. Ja, er beschreibt auch, was er immer wieder gerne als Thema hat, natürlich Angst in diesem Kontext. Und er schreibt auch, dass es ja nicht unbedingt jetzt gruselig ist, so wie man das kennt, diese großen Statuen oder sowas. Oder so die Weeping Angels, sag ich mal, aus Doctor Who. Aber dass sie halt wirklich allgegenwärtig auch sind und auch an neueren Gebäuden. Und das, ja, wenn man mal drauf achtet. Ja, und vor allem, dass man selber die kaum wahrnimmt, aber sie selbst einen halt immer beobachten. Genau, das, ich musste auch an diese Zeichentrickserie Gargoyles denken aus den 90er. Ja, genau. Ja, es hat schon irgendwas Komisches, diese Figuren, die überall rumstehen. Wobei ich sagen muss, das ist sowas. Also ich, ja, du hast ja nur ein paar Bilder mitgeschickt. Als du uns das Essay geschickt hast. Aber ich muss sagen, für mich funktioniert der Gargoyle als Effekt erstmal gar nicht. Und dieses Ding von die sehen uns immer und wir sehen die nie oder selten oder nehmen die nicht wahr, das ist irgendwie ein Effekt, der ist bei mir nicht vorhanden. Das macht mir keiner, das macht mich nicht nervös. Nee, weil ich die eben auch nicht als Beobachter wahrnehme, sondern eher als Kunst. Nee, also ich würde das schon als Beobachter wahrnehmen. Rein mein abergläubisches Ich, glaube ich, würde das tun. Aber ich glaube, tendenziell bin ich eher auf einer Ebene mit denen. Weil ich eben auch so sehr viele Dinge sehe und andere sehen mich nicht, weil ich sehe quasi die Welt von unten, wo die Gargoyles die von oben sehen. Aber im Prinzip ist es derselbe Effekt. Ich verstehe, was du meinst. Was ich auch noch ganz nett fand, war dieser Teil, wo er erzählt, dass er mit seinem Sohn einen Film guckt, mit dem kleinen Joe Hill. Ja. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Da merkt man halt, dass 1988 echt lange her ist. Mhm.
Habt ihr die Szene mit der Vase verstanden? Ich hab dich verstanden. Ich glaube, er wollte einfach über Brüste reden. Ich glaube, es geht darauf, dass man immer was anderes sieht, wenn man nochmal hinguckt. Ja, es hat bei mir jetzt auch nicht wirklich funktioniert. Okay. Aber was ich sagen muss, wo ich jetzt dieses Essay gelesen habe, ich will unbedingt einen Gargoyles-Roman von King. Das wäre bestimmt interessant. Ja, als Kurzgeschichte oder Novelle vielleicht, aber als ganzen Roman, ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen wie hier Rose Red, so in der Art. So eine Geisterhausgeschichte mit Gargoyles, das wäre super. Ich glaube, ich würde so nichts jetzt gegen eine Geisterhausgeschichte sagen. Eben. Ja. Ja. Doch, ich könnte es mir gut vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe ja schon mal die Theorie geäußert, dass mir King in den letzten Jahren ein bisschen zu rational geworden ist. Und ich glaube, das haut genau in diese Theorie rein. Dieses Essay von 1988 spricht für mich wieder dafür, dass er darüber einen guten Roman schreiben könnte, weil es ihn selber nervös macht auf einer ganz komischen Ebene. Und ich glaube tatsächlich, weshalb die Bücher für mich in den letzten Jahren so nachgelassen haben, ist der Grund, dass er selber die Angst verloren hat. Er hat, glaube ich, jetzt seit dem Unfall ganz im Speziellen, hat er, glaube ich, Angst vor sehr viel profaneren Dingen, als er es vorher hatte. Und das macht die Bücher profan. Ja, er ist halt mittlerweile ein alter Mann. Zum Glück kein alter weißer Mann. Das muss man ja auch klar sagen. Er bezieht ja doch immer noch ziemlich solide Stellung. Das stimmt. Aber Ich weiß nicht, ob er sich nicht mehr so an das Grauen richtig rantraut oder ob er sich einfach mit der Zeit verändert hat, was ja auch legitim ist. Aber die Veränderung ist auf jeden Fall da. Und ja, man merkt es seit dem Unfall umso mehr. Ich glaube wirklich, dass die Angst, die er hat, vom irrationalen TM-Gruseligen geswitcht ist zu rationalen Dingen, zu komische besoffene Autofahrer, zu alt werden, zu nicht mehr Herr über das eigene Schicksal sein, solche Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Und es heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert. Nein, wie gesagt. Wir hatten ja mit Wahn einen großartigen Roman, der eigentlich genau das als Thema hatte. Genau. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen bin ich auch gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Mhm. Weil wir haben auf jeden Fall King in einer neuen Richtung nochmal jetzt dieses Jahr mit Mr. Mercedes. Wir haben aber auch nochmal wirklich klassischen, ich würde sagen, kosmischen Horror. Mhm. Also so Lovecraft-Style. Und wir haben mit Dr. Sleep etwas, King kommt zu einem seiner Klassiker zurück, zu The Shining. Also es ist schon noch Sachen, die auf uns zukommen. Bin ich gespannt, was wir da noch so alles rauskriegen. Okay. Habt ihr zum Essay noch irgendwas zu sagen? Sonst finde ich, ist das ein schönes Schlusslicht. Ja, machen wir das so als Schlusslicht. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Flo. Es war mir wie immer eine Ehre, mit dir zu podcasten. Auf das nächste Jahr. Ich bedanke mich außerdem beim wundervollen Jonas. Es war wie immer schön mit dir. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hoffe, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr wieder treu. Wie gesagt, es stehen uns sehr viele spannende Dinge bevor. Und wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Outtakes. Jonas? Wir haben Jonas verloren. Ihr Schweine. Die Kuppel hat zugeschlagen. Er liegt jetzt in zwei Hälften geteilt auf der einen Seite.
Bitte einfach nochmal rausgehen, wieder reinkommen und versuchen, ob es dann klappt. Das wird eine super Folge, ich weiß es jetzt schon. Ich möchte mich auch bei euch schon jetzt entschuldigen, dass ich genervt bin. Ich bin nicht von euch genervt. Das ist... Alles gut, das liegt wahrscheinlich an dem Buch. So, ja. Ah, es passt da. So, dann warten wir noch kurz auf den Flo. Vielleicht hat der noch was Schönes. Adrian, du hast nicht weitergelesen, nehme ich an, oder? Also du hast nur... Warte, habe ich die Geschichte nicht zu Ende gelesen? Och, nein. Aber du hast aus dieser Sammlung nicht weitergelesen. Nein, noch nicht. Okay. Ich gerade sehe, dass die Dame des Hauses... Hallo, liebe Dame des Hauses. Nämlich auch gerade online ist. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir gerade so am Laufen sind. Aber nein, dann machen wir das nächste Woche. Ich kann auch einfach als der hübsche Sidekick drinbleiben und ihr nehmt noch eine Folge auf. Aber ich glaube, Jonas guckt auch schon recht sparsam zu dem Thema. Ja, die Zeit und so. Und ich habe die Inhaltsangabe noch nicht geschrieben. Okay. Aber ich mag, dass das mit dem Publikum funktioniert. Hallo, Chat. Es ist schön, dass ihr da seid. Ob Flo Besuch vom Milchmann hatte? Ach. Hängt Flo's Bild bei euch auch? Naja, Flo ist halt weg. Also ich sehe nur die Holzhintergrundwand. Okay, nee, bei mir ist seit einer Viertelstunde ein sehr schief guckender Flo mit hochgezogener Augenbraue. Okay, nein, das... Oh, nein. Ebenfalls, ja. Genau diesen Blick kriege ich auch die ganze Zeit zugeworfen. Hast du auch den grünen Rand unten? Nee, tatsächlich nicht. Ja, okay. Wie hast du denn für heute Abend noch Pläne, Hendrian? Ich habe heute Abend nichts mehr vor, außer mein Currywurst-Schälchen spülen, bevor der Ketchup antrocknet. Wollen wir dann eventuell gleich noch eine Trenchcoat-Talkers-Folge ranhängen? Können wir machen. Okay. Was wollen wir machen? Ich würde heute nur eine kleine Quatsch-Folge machen und... Alles klar. Damit sich die Leute nicht erst an Content gewöhnen. Mhm. Gute Idee. Ah, da ist ein Flo. Hallo, Flo. Er hat sich wieder versteckt. Ja, na, da ist ein Flo. Hallo, Flo. Also merken, keine Podcasts aufnehmen nach einem Notarzteinsatz, dann klingelt das Telefon und die Leute kommen vorbei. Ja. Meine Zitat. Genau. Ich habe auf einmal wieder Platz im Regal. Das ist faszinierend. War und doch eine ganze Menge. Haben wir Audioschluck auf oder habe ich Audioschluck auf? Der da hängt irgendwie. Ah. Also sowohl Bild als auch. Okay. Ja, auch das ist seit 100 Folgen Tradition. Ich geh mal nachschauen. Ich mach Pausenfüllermusik. Folge 100, die Folge 100, kein Stephen King tonight. Ich habe Angst, dass das in irgendeiner Outtakes-Folge landet. Jahresendfolge, keine Sorge. Jetzt ist mein Diskussion. Ja, es ist wieder so eine Folge.